Liebe Leute, wenn man Bepper ist, wenn man sich mit Krisenvorsorge beschäftigt, geht es manchmal auch oder meist auch um Krisenkommunikation, vor allem dann, wenn der Strom weg ist, also im Blackout-Fall. Wie kann ich dann Kontakt halten zu meinen Liebsten? Man lebt ja nicht unbedingt immer an einem Ort. Viele ziehen ja weg wegen Arbeit oder anderen Dingen, die sie in die Ferne treibt. Ich finde es gut, dass sich endlich jemand aufgerafft hat, so eine Initiative zu ergreifen und da den Leuten etwas anzubieten. Sowohl den Leuten, die CB-Funk betreiben oder den Freenet oder anderen Funk, der halt verfügbar ist, betreiben und hier ein Netzwerk aufzubauen. Ein Netzwerk, über den auch Nichtfunker, wenn sie einen Funker kennen, Kontakt zu ihren Liebsten halten können. Das hier ist ein Screenshot der Seite. Den Link verlinke ich unten in meiner Videobeschreibung. Wenn man dann dieses Netz hat, kann man zum Funker gehen. Der funkt den nächsten an, den er noch erreichen kann, und gibt ihm eine Nachricht, die leicht verschlüsselt ist. Das Verschlüsselungsverfahren findet ihr auf der Homepage. Die lohnt es sich auch durchzulesen. Und dieser Funker, wenn das noch nicht der Endpunkt ist, der gibt es weiter an den nächsten, den er findet, bis zu einem Ort, wo dann diese Nachricht weitergegeben werden kann an Menschen, die nicht unbedingt ein Funkgerät haben. Aber vielleicht haben sie sogar eins, aber sie haben halt nicht die große Reichweite, wie jetzt professionelle CB-Funker, die eine große Antenne haben, die eine Reichweite von teilweise 80 Kilometer haben. Habe ich auch nicht. Ich habe nur eine Handfunke, die reicht für meine Fälle. Aber ich habe mich dort auch eingetragen, weil ich das sinnvoll finde. Für die Funker selbst sind dort alle anderen Funker aufgeführt mit ihrem Skip, ihren Möglichkeiten und so kann man das dann auch weitergeben. So kann man zum Beispiel nachfragen: Geht es euch gut? Braucht ihr was? Ihr könnt zu uns kommen, wenn was ist. Wenn ihr Lust habt, das ist meine Bitte, dann teilt das Video bzw. gebt an Funker die Homepage-Adresse dieser Initiative weiter, sodass sie sich dort auch mal das anschauen können und vielleicht auch mit dazu beitragen können, so ein Netz zu spannen. Das lebt vom Mitmachen. Vom Mitmachen von vielen, vielen Leuten. Im Moment kann man nicht von einer Flächendeckung sprechen, aber es kommen täglich neue Funker dazu. Und ich muss sagen, Hut ab vor denen, die sich jetzt schon eingetragen haben und Hut ab vor denen, die es tun. Ich habe mich dort auch eingetragen, auch wenn ich nur eine Reichweite von 3 bis 20 Kilometer habe. Und ich muss dazu auch, wenn ich ehrlich bin, ich lebe in der Stadt, erst mal ein bisschen rausgehen auf eine Anhöhe, um dort überhaupt eine Reichweite zu haben, die noch passabel ist. Aber ich werde das auch unterstützen, weil ich denke, es ist wichtig. Wichtig im Hinblick darauf, dass momentan alles schwieriger wird und vieles auf einen Blackout nicht nur hindeutet, der Blackout wird kommen, es ist nur die Frage, wann er kommt. Auch die Situation, in der wir momentan leben, ist, wie ihr wisst, nicht ganz so einfach. Und ich denke, das ist ein Angebot, ja, das man nutzen sollte und das man unterstützen sollte. Also, lasst euch nicht zweimal bitten, gebt die Homepage weiter. Den Link dazu weiter, gebt das Video weiter. Ich verdiene nichts an YouTube-Videos, aber mir ist es wichtig. Also, bis zum nächsten Mal.